Ich möchte ein HTML-Dokument einrichten, das JavaScript-Code enthält, so dass ich Output im Browser generieren kann. Dazu brauche ich den Texteditor hier links und ein Browserfenster. Die zwei Fenster, die ziehe ich mir etwas größer und ich achte darauf, dass ich beide vollständig sehen kann, so dass ich beim Coden sehe, was im Browser passiert. Dann klicke ich im Texteditor auf das Explorer-Symbol und auf Open Folder, weil ich ganz zuerst einen Ordner benötige, in den ich die Dateien speichern kann. Ich navigiere an einen Ort, wo dieser Ordner hin soll, klicke auf Neuer Ordner, wähle einen Namen, bestätige das und klicke auf Öffnen. Jetzt sehe ich den Inhalt des Ordners, es gibt da noch nichts, und ich klicke auf dieses neue Dateisymbol und wähle einen Namen. Fast alle HTML-Dateien heißen Index. Der Grund dafür ist, dass ein Webserver automatisch die Index-Datei sendet, wenn ein Ordner aufgerufen wird im Browser. Deswegen heißen praktisch alle HTML-Dateien Index. Und ich halte mich an diese Konvention. Jetzt kann ich zu schreiben beginnen und diese Seitenleiste, die benötige ich nicht mehr. Darum klicke ich auf diesen Button, dann geht das weg. Wenn du kein HTML kannst, brauchst du nur das Ausrufezeichen dir zu merken. Damit kannst du mit der Tabulator-Taste das ganze HTML-Grundgerüst vervollständigen. Hier ist alles drin, was du brauchst. Es ist ein bisschen mehr, als du brauchst. Dieser Viewport-Tag auf Zeile 5, den kannst du löschen. Das braucht es nur für responsive Webdesign. Ganz oben siehst du die Deklaration des Dokumententyps. Da stammt dieses Ausrufezeichen her. Und dann gibt es den HTML-Tag. Der wird ganz am Ende geschlossen. Der enthält das ganze HTML-Dokument. Und im HTML-Tag drin gibt es den Head-Tag und den Body-Tag. Der Head-Tag enthält alle Informationen zum Dokument, also hier, welcher Zeichensatz genommen wird, wenn das gerendert werden soll. Und der Titel des Dokuments, den kannst du auch anpassen. Und der Body-Tag schließlich, der enthält alles, was gerendert werden soll, alles, was im Browserfenster sichtbar sein soll. Jetzt, wenn ich diese Datei habe, dann kann ich sie im Browser öffnen. Ich würde dir übrigens raten, im Menü File Autosave zu aktivieren. Das erleichtert das Arbeiten mit HTML. Weil jedes Mal, wenn es gespeichert wird, musst du im Browser hier einen Reload machen. Das heißt, du brauchst einen Arbeitsschritt zum Speichern und einen Arbeitsschritt zum Neuladen. Und das wird mit der Zeit etwas mühsam. Und beide diese Arbeitsschritte können wir automatisieren. Erstens, indem wir Autosave aktivieren und zweitens mit dem Plugin Live Server, das du bereits installiert hast. Hier unten sehe ich einen Knopf Go Live. Wenn ich den anklicke, dann wird das Dokument im Browser geladen. Ich sehe hier oben auch den Titel des Dokuments. Und wenn ich jetzt hier einen HTML-Tag schreiben würde, wird das automatisch gespeichert und es wird auch automatisch neu geladen, ohne dass ich etwas dazu tue. Also das ist angenehm, wenn diese Arbeitsschritte automatisch geschehen. Das Live-Server-Plugin simuliert einen Webserver. Es öffnet den Projektordner unter einer Netzwerkadresse, so dass der Browser darauf zugreifen kann wie auf eine Website. Ich sehe das daran, dass in der Adresszeile des Browsers eine Netzwerkadresse steht. 127.0.0.1, das ist immer die Adresse des eigenen Geräts im Netzwerk.
Und dann gibt es einen Doppelpunkt und die Zahl 5500, das kannst du dir vorstellen wie ein Hauseingang. Jede App, die mit dem Web verbunden ist, benutzt einen anderen Eingang, so gibt es keine Unordnung. 5500 ist jetzt gerade frei, darum hat das LiveServer-Plugin diese Zahl verwendet. Manchmal ist das aber auch eine andere Zahl. Und wenn du aus Versehen mal das Browserfenster schließt und es wieder öffnen möchtest, dann kannst du diese Adresse eingeben. 127.0.0.1 ist etwas schwierig, um sich das zu merken. Du kannst dir Localhost merken. Und dann Doppelpunkt 5500, diese Zahl kannst du im Texteditor ablesen am unteren Rand und dann wird es wieder neu geöffnet. Also es ist nicht nötig, Live-Server abzuschalten und neu zu starten, wenn einmal das Browserfenster geschlossen wird. Jetzt bin ich bereit, um JavaScript zu schreiben. Was ich jetzt noch brauche, ist Einblick in die JavaScript-Konsole und das kann ich haben, wenn ich im Browser einen Rechtsklick mache und dann auf Untersuchen klicke. Das öffnet den Inspektor. Das ist ein Tool, das mir erlaubt, den HTML-Quelltext anzuschauen. Und hier gibt es einen Button Konsole. Es gibt auch Tastenkürzel, die dieses Tool öffnen. In Firefox ist das Command-Alt-I oder Command-Alt-K für Inspektor respektive für die Konsole. In Chrome ist es etwas anderes. Damit ich JavaScript in ein HTML-Dokument schreiben kann, brauche ich Script-Tags. Die schreibe ich vor den schließenden Body-Tag. Das ist eine Konvention und ich würde dir empfehlen, dich daran zu halten. Es bedeutet, dass der Browser zuerst den gesamten HTML-Code kennen sollte, bevor er JavaScript interpretiert. Also immer vor den schließenden Body-Tag schreibst du Script und dann Tabulator, um zwei Tags daraus zu machen. Und hier kannst du jetzt JavaScript schreiben. Ich sehe in der Konsole schon eine Fehlermeldung, die kommt vom Browser und die hat nichts mit JavaScript zu tun, darum kümmere ich mich später. Zuerst einmal schreibe ich console log, Klammer auf und zu und dann Anführungszeichen hello und wenn das in die Konsole kommt, hello, da sehe ich's, dann heißt es, dass alles funktioniert und jetzt bist du bereit und kannst loslegen. Diese Fehlermeldung mit dem Fav-Icon, die kannst du ignorieren, wenn es dich nicht stört. Oder du kannst es wegbringen, indem du einen Link auf eine nicht existierende Grafik in den Head deines Dokuments setzt. Ich habe das immer an einem Ort gespeichert, wo ich schnell rankomme. Das ist ein Tag, der heißt Link und er hat ein Attribut rel. Das gibt irgendwie an, um was es geht. Da steht Shortcut-Icon. Und dann href, hyperreference, das ist der Link und da ist einfach eine Raute drin, also das führt ins Nichts, aber Firefox akzeptiert das und gibt Ruhe. Das ist alles. Jetzt hast du ein Setup für ein JavaScript-Projekt. Jetzt gibt es nur noch zwei Dinge. Erstens können wir die JavaScript-Datei aus diesem Dokument auslagern und zweitens können wir noch eine JavaScript-Library einbinden, zum Beispiel P5. Wie das geht, zeige ich in einem weiteren Video.